Ja, das wird wahrscheinlich alles noch. Genau, hier ist die Nordlandschaft schon zu sehen. Cool, okay. Da müssen wir dann wahrscheinlich auch hin. Also ja, hier sieht man schon ein Gebirge im Weg, also das Tod Kliaban-Rilak und die Dürfurt-Kreuzung von dem Gebiet hier von der Nordlandschaft aus abgrenzen. Ganz cool gemacht. Okay, ich glaube zwar nicht, dass mir die Häuser Raymond, Dominel und Hadrid noch viel zu sagen haben. Aber trotzdem gucken wir uns das mal an. Und das Sanatorium sieht schon auf der Karte kaputt aus. Ich bin mal gespannt, was es da noch geben sollte. Ja, wir haben hier wirklich eine Stadt in Trümmern. Okay. Raymond Diener, Raymond Wächter. Im Haus Raymond scheint alles ruhig zu sein. Fürst Raymond, hast du uns was zu sagen? How do you do? Welch ein Chaos. Wenn es so weitergeht, wird uns nicht das Vermächtnis zerstören. Die Valianer werden den ganzen Kontinent für sich allein haben. Den ganzen verdammten Kontinent sogar. Okay, der redet nur übers Chaos, hat aber nicht mehr viel anderes zu sagen. Wir müssen auch übrigens dem Typen in der valianischen Botschaft, dem Botschafter, noch Bescheid geben, dass Palegina ihren Auftrag ausgeführt hat und ihn warnen. Das wollte Palegina ja auch noch. So. Bring back the feisty one. There's a woman can do some damage squeezing her legs together. It isn't a parlor trick. Besides, she doesn't take orders well. She has backbone, that woman. Does it scare you? No, but I won't be responsible for what happens if you call her whore. Okay, das ist makaber. Durenz will unbedingt mit Alofs zweitem Ich. Wie hieß sie nochmal? Irgendwas mit I war's. Berazet, nur deines Bauern. Das Kind der fünf Sonnen, das Klagen der Todesfee. Zweiseitig. Iselmir, genau. Die Quest war das. Ich frage mich aber echt immer wieder, ob es für die Quests da, für die Gruppenquests noch andere Alternativen gibt, sie zu Ende zu bringen. Weil zum Beispiel mit der Quest von Edda war ich nicht ganz so zufrieden. Edelmann leicht verletzt. Edelmann. Ach, der Ersatzmann. Drehbücher und Requisiten. Das hier ist eine kleine Theaterbühne. I'm ready. Die Arbeit ist hart, aber der Lohn. Tüchtiger Fuzzi. Naja, Fuzzi heißt er nicht, aber trotzdem. Inogret. Right. Wohnst du im Gasthaus? Ich lege ein zusätzliches Kopfkissen beiseite. Das ist der Koch. Oh, waren wir schon jemals hier unten? Das ist die gute Frage. In was für einem Keller wir? Ach, hier waren Banditen. Auch wenn die Dinostraße gleich um die Ecke liegt, stellt die Leute hier nicht zu viele Fragen. Banditenanführer. Du bist ein Freund der Ritter, ja? Keine Sorge, wir kümmern uns nur um unsere Angelegenheiten. Okay. Ja, ich glaube, hier unten waren wir schon mal. Die wollen aber nichts für uns, von uns, die Banditen, dafür, dass wir sie jetzt hier entdeckt haben. Kann ich mitleben? Die hoffentlich auch. So. Gucken wir mal kurz nach oben.
Und ja, ich gehe nur die wichtigsten Gebäude ab. Also ich werde nicht in jedes Gebäude noch mal reingucken. Also Haus Domine werde ich wahrscheinlich meiden. Ich glaube nämlich nicht, dass die uns was Tolles zu sagen haben. Aber ins Haus Hadret will ich mal reingucken. Ondras Geschenk, da würde ich eigentlich am liebsten bei Nacht hin. Aber wir haben ja jetzt gerade schon wieder Tag fast. Die haben nichts. Und hier sind nur die Piraten von der einen. Oh ja, ich würde gerne den Leuchtturm noch mal reinschauen. Ob sie mittlerweile Gästezimmer haben. Das würde mich interessieren. Den Leuchtturm, den ich für die eine Frau gesäubert habe. Oder den wir für die eine Frau da gesäubert haben. Von Geistern. Das ist mir gerade wieder eingefallen, weil wir mussten ja hier die Piratenkapitänin holen, dass die den die Todesfeder drin beschwichtigt. Oder die Banshee, oder wie man es nennen möchte. Ich glaube, es war eine Todesfee. Also ja, die haben einen eigenen besonderen Namen. Wir haben ja auch noch andere dieser Sorte getötet. Oder erlöst. Erlöst klingt besser. Klingt nicht ganz so hart. Gut, dann lassen wir das Haus Domine mal in Ruhe. Und das mit dem Adrastein hier, das ist richtig dekadent. Guckt euch das mal an. Aber sieht auch cool aus, muss ich ehrlich zugeben. Ich mag den Artstil des Spiels ja eh. Der wirkt nicht so übermäßig gekünstelt. Aber trotzdem sehr schön gemacht. Und ne, ins Haus Tom. Na doch, ich guck mal rein, wenn ich schon hier bin. Ob die olle Domine-Tante uns noch was zu sagen hat. Die Hexe. Oder ihr Sohn, den ich am liebsten doch besiegt hätte. Ja, ich finde das schade. Ich kann dir nicht mehr helfen, du musst mit dem Domine jetzt reden. Genau den da. Du stellst meine Geduld auf die Probe. Komm zum Punkt oder geh mir aus den Augen. Er nimmt einen Schluck aus seinem Kelch. Ja, mehr hat er nicht zu sagen. Domine-Diener? Domine-Diener? Ich frage mich, ob hier noch andere Dominels sind. Weil eine Domine habe ich ja bereits auf dem Gewissen. Domine-Diener? Und ich weiß nicht mal, wo der ihr Ehemann ist. Weil das sind dann... War ja nur ihr Sohn jetzt und ihre Tochter, die habe ich auf dem Gewissen. In der im Valianischen Handelskontor. Das war ja auch einer der Gründe, warum sich Paligina und so angeschlossen hat. So, hier drin ist nur ein Domine-Diener. Hier sind ein Haufen Domine-Wachen. Sogar mit Akibusen auf dem Rücken. Naja, das ist ein reiches, modernes Haus, die Dominels. Genau, diese Brigantia Domine. Und das Zimmer ist abgeschlossen, da wird wohl jemand drin wohnen. Schon wieder da, wenn nur mein Gemahl immer so schnell zurückkommen würde. Okay, also der ist wohl auf Geschäftsreisen. Und das Zimmer hier ist abgeschlossen, da kommen wir nicht rein. Und doch, wir könnten versuchen, die Tür zu öffnen. Okay, das ist... Ein Schritt näher, du siehst das... Du siehst die Farbe deiner eigenen Eingeweide. Das ist wohl der Chef der Dominell. Der ist also doch da, aber er ist wohl beschäftigt, der will nicht gestört werden und ich habe keine Lust, mich jetzt mit den dominen Wachen zu prügeln. Auch wenn ich wahrscheinlich Trutzbucht und dem ganzen Dürrwald einen riesen Gefallen tun würde, wenn ich die Dominels von der Landkarte tilge. Aber auch wenn Hagrim nichts gegen deinen Konflikt hat, er würde ihn nicht provozieren. So vernünftig ist unser Ranger dann doch noch.
Also Hagrid ist schlecht darin, sich aus irgendwas rauszuhalten. Er muss sich immer irgendwie einmischen. Tut immer meistens das, was für ihn richtig ist. Wird auch mal sauer, wenn er verarscht wird. Wie in dem Fall von dem entführten Mädchen, was nicht die Tochter war, sondern die Nichte, die schwangere Nichte. That means a lot, Adair. Oh, do you want one too? Sorry, I meant for Isselmir. I'll get you one too. Okay, und der ist gemein. Edelleute, Haus Hadred. Ich glaube kaum, dass da drin noch irgendwer jetzt am Leben ist. Es würde mich auch übrigens wundern, wenn... Ja... Wenn wir noch den Palast betreten können. Aber nein, Haus Hadred ist leer. Kurin lebt noch. Kurins Ohren klappen in Richtung des Eingangs, als er hört, wie du dich näherst. Er dreht sich hochgradig um. Als er dich erkennt, seufzt er und fasst sich ans Herz. Ich dachte, du wärst ein Plünderer. Wenn du kommst, um Hilfe von der Dünnrutschstraße zu erbitten, bist du zu spät. Ich bin alles, was noch übrig ist. Ich dachte, du wärst tot. Noch nicht. Er blickt auf die Spuren eines Kampfes um ihn herum. Ich war gerade was Essen kaufen, als das hier passiert ist. Ich muss kurz darauf zurückgekommen sein. Ich will noch ein paar Sachen zusammensuchen, Akten vor allem. Einige Fälle, die ich nicht aufgeben will, auch wenn ich jetzt alleine bin. Ich werde bald fort sein, vermutlich werden sie mich jagen. Aber es ist schwer, all das zurückzulassen. Lady Webb, sie hat hart dafür gearbeitet. Dann leb wohl. Ah, der arme Kerl. Die Dunridge-Straße war eine riesige Organisation eigentlich, wenn man es so sieht. Der Schutz des, des gesamten Dürrwalds, der Geheimdienst. Und nun einfach so hinfort. Und das sogar mit dem Duck. Duck muss... Ich habe immer noch die Vermutung, dass Duck von Duke kommt und da deswegen Herzog heißt. Oder was Baron? Eins von beiden. Auf jeden Fall war der Duck hier das höchste Tier im Dürrwald. Nicht mal Redrick war so hoch. Der war ja nur Steward, wenn man es genau nimmt. Er war ja kein König oder sowas, er war nur Fürst. So, gucken wir mal kurz. Ja, das hier sieht total kaputt aus. Können wir da überhaupt rein? Nein, Sanatorium. Ja, das war mal das Sanatorium. Gucken wir mal zu Ondras Geschenk. Wie gesagt, ich wollte da in den Leuchtturm reingucken. Und ich wollte eigentlich auch irgendwen finden, bei dem ich handeln kann. In den Erbhügel gucken wir nur ganz kurz. Mich würde nämlich interessieren, ob er mittlerweile wieder bewohnt ist. Oder ob sie daraus ein untotes Mahnmal gemacht haben. So, gucken wir uns mal kurz um, was es hier nochmal gab. Der salzige Mast. Also die verlassenen Häuser und so, die lasse ich mal aus und vor. Ich will nur in den salzigen Mast und in die klagende Todesfee. Da hat sie sich gerade den besten Namen ausgesucht. Stalwart sendet einen Hilferuf. Sie wurden von Ogern angegriffen und fürchten, sie könnten jederzeit gebrandschatzt werden. Stalwart. Was war Stalwart nochmal? Du bist nur Matrose. Unser Edelsteinhehler da, der ist leider nicht da. Lustig, dass hier immer noch die Blutlache liegt. Das haben sie wohl vergessen, einfach rauszuprogrammieren. Aber hey, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.